Zugsprung auf dem Weg zum Ifildindilin. Der müsste hier in der Wand sein. Yeah. Eben die Folge war ja nix. Remmen. Da haben wir einfach mal gar nichts erreicht. Jetzt wollen wir uns hier durchschlagen. Hier schleicht niemand herum. Und dann wollen wir jetzt gleich einen Hauptauftrag nicht mehr wieder machen. Aber hinter uns ist ein Hauptmann. Komm auf meine Seite, Mann! Ja, auf die Knie! Ab jetzt dienst du mir! Alles klar! Superfehl, mein Herr! Froschblut! Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Boah! Sind das viele? Da? Rüstung des Waldläufers abgeschlossen. Geil! Theoretisch, mir wurde ja gesagt schon in einer der Anfangsfolgen, bevor ich Internet nicht mehr hatte, ich soll die alle nach und nach mal machen, weil ich, weil ich die alle freischalten kann. Die ganzen epischen Sachen sozusagen. Dass ich die alle nach und nach einfach mal trage und freischalte. Das würde dann auch irgendwann was geben. Bestimmt so ein Archiv mit. Reißen und zerfleischen. Hier wird nicht gerissen und geflischen. Kommst du? Ich könnte dich nämlich eigentlich gebrauchen. Ich könnte dich gebrauchen. Urbunu gegen einen bekannten Hauptmann. Hey! Level 22. Das Problem ist, er kann ja nicht. Du mir nicht mehr leveln, entkommen! Solange wir nicht. Zeit für meinen Abgang, wie es scheint. Weil solange ich Level 22 bin, kann er kein Level hochgehen. Eigentlich noch her. Das waren ja jetzt mehrere Hauptmänner, wie unfair. Ich wollte eigentlich zugucken, wer gewinnt. Suchst du nach mir? Tja,
Hier bin ich. Och, wenn du schon mal da bist. Aua. Die beschützen sich als. Gibt's ja nicht. Uah. Der ist auch schon halb down. Nein! Steh auf, Junge! Push, Cream, Push, Cream! So, Push, Cream hat's erwischt. Ausgepusht. Kann aber leider nicht leveln, weil unser Level nicht hoch ist. Toll! Au. Kann ich dich auch übernehmen? Ja. Für den hellen Herrscher wirst du kämpfen. Ich schwöre meine Treue. Zum Spion machen. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Werde ein Spion, mein Freund. Haben wir ja bis jetzt noch nicht gemacht, dieses Spion machen. Der spioniert jetzt nämlich den Häuptling aus. Das ist ganz cool. Hier ist der Hauptauftrag. Wir wollten ja Richtung Hauptauftrag. Es gibt Gondoraner, die in Mordor geblieben sind. Sie werden in Mordor nicht lange überleben. Jetzt haben wir unseren ersten Spion. Weg da jetzt! Hier kommt die Polizei. Und, viele Gondoraner starben beim Fall von Minas Ithil, doch manche wurden von Saurons Herr gefangen genommen. Finde heraus, wie es Ithil und Vanor erging. Bestimmt nicht gut. Langsam. Baranor. Du hast überlebt. Wie hast du mich gefunden? Das war leicht. Ich bin einfach nur der Spur aus Orkleichen gefolgt. Und Idril? Entkam sie aus Minas Ithil? Wir wurden überfallen. Ich verlor sie. Viele unserer Brüder wurden gefangen. Einige konnten sich verstecken. Saurons Armeen jagen uns noch immer. Idril weiß sich zu helfen. Doch in Mordor überlebt niemand lange. Es gibt einen Ausweg. Ich muss sie nur finden. Und die anderen Überlebenden. Wir müssen sie alle finden. Einige unserer Soldaten wurden in diesem Lager gesichtet. Obacht! Wir müssen vorsichtig sein. Freie Gondoraner. Wir können es mal versuchen. Nice.
einer befreit. Au! Oder auch nicht. Hä, wer macht hier Hü-Hü? Endlich. Ich hänge schon seit 2 Tagen hier. Naja, besser als 3 Tage. Wir sollten Keulen nehmen, die müssen nicht scharf sein. Verbrenne. Hey, die werden immer mehr. Cool, wie ich auch selbst mit verbrannt bin. Ich dachte, wir wären erledigt. Meine Familie dankt dir, Waldläufer. Ach, guck mal, er hilft uns. Lass die Menschen. Weißt du, ich hab das schon in Mordors Schatten euch gesagt. Lass die Menschen in Ruhe. Erreiche die Höhle. Will ich ja. Boah, die Musik ist ausgefallen. Hä, ich verbrenne immer noch. Da war doch gar nichts mehr. Kuckuck. Das hier müsste ja grob gerechnet die 30. Folge sein. Geht's dir gut? Ich muss mich ausruhen. Aber nicht zu lang. Wenn du Idril findest, flieht nach Westen. Fang dein neues Leben an. Das habe ich schon einmal. Ich stamme aus der Nähe von Umba. Ein Haradrim. Ziemlich weit weg von Minas Ithil. Mein Orden sandte mich nach Gondor als Garantie für den Frieden. Doch die Haradrim hatten noch andere Feinde. Ich sollte zurückkehren, doch als ich 10 Jahre alt war, brach der Kontakt ab. Ich lebte ein gutes Leben in Minas Ithil. Ich war angesehen und glücklich. Und dann fiel die Stadt. Dann fängst du nun nochmal von vorn an. Du weißt ja, das werde ich, aber nur gemeinsam mit Idril. Doch erst müssen wir sie finden. Und das werden wir. Aber wo ist sie? Die Uruks verwenden Soldaten als Köder. Die riechen die Hühner. Konntest du viele deiner Brüder befreien? Nicht genug. In manchen Wochen verlieren wir so viele, wie wir retten. Ich weiß nicht, warum wir diese Fleisch heute hier behalten. Sie machen mich bloß hungrig. Tötet mich. Ich flehe euch an. Tötet mich. Hab ich da gerade... Zerstören! Los, au! Yeah, da ist noch jemand. Cool, Eier. Au! Hey, so war das aber nicht ausgemacht. Hey, da hängt ja noch einer. Endlich. Ich hänge schon seit 2 Tagen hier. Schön,
Schön, dass hier keiner kommt. Boah, ist er fast down. Könnte sein, dass er schwächer geworden ist. Oder sind die Orks stärker? Befreie mal die, das schaffst du schon. Zeit, Blut zu vergießen. Du hast uns gerettet, Waldläufer. So, einer noch. Ich habe seit Wochen nichts erlebt. Was war das? Besiege den Hauptmann. Komm schon! Wer hätte gedacht, dass wir einen so dicken Fisch am Haken haben würden? Jetzt wird es einfach. Du musst jetzt nur noch sterben. Hä? Ich will doch gar nicht sterben. Elbenwut! Gut, dass ich es aufgespart habe. Hä? Achso, ich habe vergessen zu schlagen. Wir werden aber erst den Hauptmann versuchen zu besiegen. Ich hab mich geheilt. Ach doch. Kann ich aber immer noch nicht einnehmen, gell? Ich glaube, da fehlt noch das Level. Weg mit dir! Der Waldläufer hat gut erledigt! Schmecke dein eigenes Blut! Und deshalb ist er der helle Herrscher! Ja, ich bin sehr hell. So. Danke, Waldläufer. Befreie den letzten Gondoraner. Hab vielen Dank. Hauptmann Baranor. Karras, hast du die anderen gesehen? Idril, sie lebt noch. Wir wollten zu den Kampfgruben, wurden aber gefasst. Sie ist entkommen. Wie ich Idril kenne, ist sie dorthin unterwegs. Sie lebt? Sie ist am Leben. Ich kann es kaum glauben. Sie ist am Leben. Wir werden sie finden. Aber wo
ist sie. Noch mehr Fähigkeitspunkte. Stufe 23, Blutsport. Dann wandern wir direkt zum nächsten Ephildin. Wir können nicht Ephildin. Talion. Hauptquest. Idril ist vielleicht schon tot. Bei meinem Schwur. Wir finden sie. Blutsport. Idril ist beim Leben, doch niemand überlebt lange in Mordor. Untersuche die Kampfgruben. Yay. Idril ist nah. Ich kann es spüren. Was? Da sind 1 Million Leute drin. Unser Elend ist ihr Vergnügen. Dann werden wir ihnen den Spaß verderben. Besiege die Orlocks. Du tötest Bestie. Ich töte dich. Ich hab die gar nicht getötet. Umso besser. Du lebst. Jetzt kommt sie. Kümmern wir uns zuerst um die Orks. Kümmern wir uns zuerst um die Orks. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Au, das war der eigene. Jetzt kommen sie alle. Besiege die Grubenkämpfer. Sind ja nur 1000 Stück. Jetzt einfach mal so Elbenblut. Oh, der arme Karak, oder leidet schon richtig. Du bist mein. Bleibt der Karagor ist nicht mehr da. Besiege den Hauptmann. Oh shit. Hab ich euren Brüdern das Fleisch vom Leib gerissen. Eine Orgie aus Blut. Jetzt darf ich das wiederholen. Ja.
Hä, der rennt hier als rum, ich treff den gar nicht. Also Bestien, die geritten werden, kann ich nicht einfach klauen. Dein Kopf wird meine Trophäe. Lass ihn in Ruhe. Was, Batman? Ich habe verstanden gerade, ich habe Batman immer gehasst. Das ist ein Level zu hoch, ne? Das ist nicht zu fassen. Wegen einem Level! Ich hätte ihn so gern gehabt, aber wegen einem Level. Kriegen wir nicht. Küsst euch doch. Ich hatte solche Angst. Ich habe überall nach dir gesucht. Und ich nach dir. Komm. Ich bringe dich nach Hennet an. Dort bist du sicher. Nein. Ich bleibe in Mordor. Bis all unsere Brüder frei sind. Komm jetzt. Wir bereden das später. Mein Vater opferte ganz Minas Ithil, um mich zu schützen. Ich lasse mich nicht mehr beschützen. Nie wieder. Nicht von dir. Nicht von irgendwem. Idril, du wirst hier sterben. Dann ist das mein Schicksal. Ich werde bleiben. Geht. Geht, die Verstärkung wird bald hier sein. Wir sehen uns wieder. Da hat er sie gefunden und sich selbst wieder verkackt. Sie ist eine wahre Kriegerin. Sie fürchtet nichts und niemanden. Ja, das ist Stufe 24, jetzt hätte man gekriegt. Hier ist ein Ring. Hä? Wo ist der? Da. Du bist ein Narr. Du bist ein Idiot. Klug genug, um zu wissen, dass du ein Narr bist. Wo ist denn jetzt Kankras Erinnerung? Da oben. Zumindest hätte ich das gleich hier. Ich weiß nicht, wie ich an Kankras Erinnerung komme. Die ist irgendwie da oben, dann ist. Gehst du nach oben, dann ist sie wieder nicht oben. Haben wir noch irgendwas jetzt hier in der Nähe, was wir sammeln können? Ja, Call, keine krasse Erinnerung. Hier das Artefakt. Und dann machen wir gleich Hauptquest weiter im nächsten Part und den letzten Part für heute. Ja, ich habe zwar gesagt, dass ich immer 20 Minuten folgen. Als Ausnahme machst du, versuchen wir 30 Minuten Folgen zu machen. Aber es geht halt nicht immer. Dö. Das Hauptproblem wie jetzt zum Beispiel ist, ich hätte zwar jetzt noch 5 Minuten. Ungefähr, ich habe jetzt keine Uhrzeit. Selbst wenn ich jetzt 10 hätte, aber es würde sich einfach nicht lohnen, jetzt nochmal zum Auftrag zu rennen und dann diesen zu machen, weil es einfach dann einfach zu lange wäre. Na klar. Mit 20 Minuten Folgen
kann man eigentlich auch ganz zufrieden sein, wenn man eine Folge 30 oder 40 geht. Dann sollte man sich eigentlich freuen, aber es ist halt nur die Ausnahme, weil ich kann nicht jede Folge 50 Minuten machen, nur damit wir am Ende 50 Folgen oder so haben. Die Leuchten Eregions erhellen einen Raum mit sanftem Licht. Eines, das nur spärliche Schatten übrig lässt. Ein Licht, das sich um Ecken zu winden und weiterzureichen scheint, als man erwartet. Als wir die Leuchten in die große Halle brachten, ließ ich sie zu jeder Wintersonnenwende einen Abend lang leuchten, um ihre Funktion zu prüfen. Sie heiterten mich so auf, dass ich mir immer vornahm, es öfter zu tun. Doch dann vergaß ich oder verschob ich es, wie ich ihr Licht jetzt vermisse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich in der letzten Folge für heute. Bis dann.